Miss Ostschweizwahl 2013 wird präsentiert von Swiss Casinos St. Gallen. Hallo miteinander und herzlich willkommen hier beim Umstyling, wo die Mädels vom Hairstylist Pierre und von Bourgeois noch schöner gemacht werden. Für die einen wird sicher ein happiger Tag, da sicher ein bisschen Haar lassen müssen. Wie das Umstyling gelaufen ist und wie die Mädels jetzt schlussendlich aussehen, schauen wir uns jetzt gerade mal an. Beim heutigen Umstyling schaue ich auf die Hauttyp, die Augenfarbe, die Haarqualität und das Gesamtbild von der Miss. Sie sind ja schon sehr hübsch. Ich gebe nur noch das Pünktchen auf mich. Meine Mama hat einfach gesagt, ich soll machen, was sie sagen. Egal, was sie sagen. Bis jetzt keine Tränen, vielleicht kommen ja die noch. Aber ich hoffe es nicht. He. Heute werden die Mädels geschminkt im Missen-Look. Ich habe mich abgestimmt mit Graziella von Pierre, dass das Haar und das Make-up natürlich aufeinander abgestimmt ist. Und wir unterstützen den natürlichen Stil. Tun sie nicht überschminken, aber doch in einem Missen-Look, um die schönen Frauen ja, vielleicht noch ein Tick schöner ins Licht zu setzen. Heute machen wir es vorher nachher Shooting. Das heisst, wir sehen einerseits, wie sie natürlich aussehen, ohne Styling. Und der zweite Schritt ist dann, wo sie umgestylt werden, wo sie sicher noch schöner aussehen als natürlich. Mit einem neutralen Hintergrund, damit die Farben von der Haare super führen können und damit man die Haut dementsprechend auch fein, weich auf dem Foto hat. Sieht man die 14 Finalistinnen in der Zollgarage in Kresseren, wo sie sich sehr schmal in ihrem neuen Stil präsentieren werden. Also bis dann!